Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaver. Der liebe Brownie von Brownie TV hat uns gebeten, unsere Lieblingsfilme mitzubringen für seinen Adventskalender. Deswegen hat jeder von uns heute einen Film dabei und ich starte mal in die Runde rein. Mein absoluter Lieblingsfilm ist und bleibt Fight Club von 1999 von David Fincher. Und es ist ja fast schon ein Klischee, weil viele haben Fight Club als Lieblingsfilm. Aber es war einfach bei mir so, dass ich irgendwann als kleiner Bub mit 11 oder 12 Fight Club das erste Mal im Free TV gesehen habe und da schon komplett quasi gefangen war von diesem Film. Ich war komplett beeindruckt von Tyler Durden aus allen falschen Gründen. Und das ist auch ein Hauptfaktor, warum ich den Film so liebe, weil der Film ist mit mir quasi aufgewachsen und ich habe ihn immer wieder gesehen und jedes Mal habe ich was Neues entdeckt. Und ich am Anfang noch die Verehrung von diesem charismatischen Typen Tyler Durden. Dann wird man älter, hinterfragt diese Person. Und ja, es ist einfach so, dass man immer eine neue Schicht in Fight Club aufdecken kann. Und ich liebe auch einfach das Schauspiel von Edward Norton und von Brad Pitt. Das Zusammenspiel ist einfach fantastisch. Und auch heute noch, wenn ich Fight Club sehe, ist es tatsächlich so, dass ich immer noch kleine Details entdecke, wo David Fincher dann die ganze Sache des Übermenschen, die er da quasi thematisiert, nochmal ironisch unterläuft. Und ja, es ist noch nicht vorgekommen, dass ich Fight Club gesehen habe und nicht irgendetwas entdeckt habe, was mich nochmal begeistert hat, warum dieser Film so toll ist. Deswegen, mein absoluter Lieblingsfilm ist einfach Fight Club von David Fincher. Ja, ich würde mal weitermachen mit meinem Lieblingsfilm. Und es ist Weihnachtszeit, es ist Adventszeit. Und was gehört damit dazu? Plätzchen, die Weihnachtsdeko, Geschenke an Weihnachten und natürlich Alkohol. Ist nicht für viele Weihnachten einfach nur eine gute Entschuldigung, um sich mal ordentlich zu berauschen? Jedenfalls ist meine Empfehlung für euch der Film Der Rausch von Thomas Vinterberg und mit Mads Mikkelsen. In dem Film geht es auch tatsächlich, ja, eigentlich fast ausschließlich um das Thema Alkohol, Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen darum, wie Alkohol in unsere Gesellschaft integriert ist. Und dabei schafft es der Film, wirklich alle verschiedenen Facetten, sowohl die positiven als auch die negativen, einfach objektiv darzustellen, ohne den Zeigefinger zu erheben, ohne das zu bewerten, sondern einfach nur zu zeigen, wie ist Alkohol mittlerweile in unserer Gesellschaft integriert und angekommen. Mads Mikkelsen spielt das Ganze absolut hervorragend, aber auch seine Mitschauspieler machen einen ausgezeichneten Job und ich kann den Film wirklich nur jedem ans Herz legen. Kann ich absolut unterschreiben. Ich bringe den dritten Film mit und zwar war 2010 das absolute Highlight-Jahr, was den Film angeht für mich. Da kam nicht nur Inception raus, da gab es auch Shutter Island. Und Shutter Island hat mich von früh auf begeistert, also 2010 im Kino bin ich da richtig, ja, voller Freude rausgegangen. Ich bin in diese Story hineingesogen worden. Es war wahnsinnig spannend, das alles aufzudecken. Und dann haben wir zum einen diese intensiven Bilder, diesen intensiven Soundtrack und man könnte schon sagen, dieses, ja, Gewitter aus Eindrücken, was auf einen einprasseln und dann geht's wieder zu diesem dramatischen, melancholischen Soundtrack, wo dann, ja, sag ich mal, die ganze Geschichte von Teddy Daniels im Hintergrund beleuchtet wird. Mich hat das einfach wahnsinnig fasziniert, wahnsinnig eingesogen und was ich richtig cool finde insgesamt immer bei Filmen ist, wenn die einen Wiederschauwert haben und das ist bei Shutter Island wie bei Fight Club oder so natürlich auch absolut gegeben. Man kann immer wieder so kleine Details rausfinden und es macht einfach super viel Spaß, diese, ja, ich sag mal, diese ganzen Metaphern auch irgendwie dann zu verinnerlichen. So sehr ich auch, ich sag mal, die Buchanalysen im Deutschunterricht damals gehasst habe, ist es hier richtig cool, danach auch nochmal so drüber zu diskutieren. Sprich, Shutter Island begeistert mich absolut und das ist ein Film, den kann man nicht nur mehrfach gucken, den muss man schon mehrfach gucken. Und deshalb Daumen hoch für Shutter Island. Ich würde sagen, damit wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit und sagen ciao, ciao. So ihr Lieben, ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.